Der Ursprung von Halloween. Halloween hat seinen Ursprung in der keltischen Samhain-Tradition, die die Ankunft der Toten und das Ende der Ernte feierte. Bei dieser Feier verabschiedeten sie sich vom Lug, Gott der Sonne, sobald sie das Herbstäquinoxium erreichten, eine Zeit, in der die Tage kürzer und die Nächte länger sind. Eine Kuriosität ist, dass der Tag von Halloween der letzte Tag des keltischen Kalenders war. Sie deuteten den Herbstlaubfall als Tod und Beginn eines neuen Lebens, also als Ende eines Zyklus. Sie glaubten auch, dass an diesem Tag die Barrieren zwischen der Welt der Lebenden und der Welt der Toten niedergerissen wurden, und daher soll die Praxis der Verkleidung gekommen sein, damit die Lebenden böse Geister abwehren konnten. Süßigkeiten waren damals Opfergaben für die Toten und Kerzen halfen ihnen, sich zurechtzufinden. Der Name Halloween kommt von All Hallows Eve oder auf Deutsch Allerheilige. Der Brauch von Halloween kam mit europäischen Einwanderern, insbesondere den Iren, in die Vereinigten Staaten und wurde von dort aus weltweit populär. Diese Popularisierung für den Rest der Welt wurde durch die Filmindustrie gegeben, sagen wir Halloween spielten dabei eine grundlegende Rolle. Die Praxis, um Essen zu bieten, geht auf die Kelten zurück, aber bevor es von armen Kindern getan wurde, die von Tür zu Tür gingen und um Essen und Geld baten, beteten sie im Gegenzug für die Seelen der Angehörigen dieser Person. Im Laufe der Jahre begannen sie, zusätzlich zu ihren Gebeten, auch Pantomimen aufzuführen. Um 1920 wurde der Seelenkuchen, Seelenplätzchen, in die Traditionen eingeführt. Dieser Keks hat ein Kreuz in der Mitte und wurde mit der Absicht erfunden, böse Geister abzuwehren und in dieser Zeit Kekse an die Menschen zu verteilen. Erzähl mir, was für eine Kostüm wirst du dieses Jahr tragen?